Ja, moin zusammen. Entschuldigung, es spiegelt ein bisschen, aber ihr seht's schon. Dem aufmerksamen Zuschauer fällt es sofort auf, da fehlt doch was im Aquarium. Was könnte das wohl sein? Genau. Hier auf der Seite war ja das Stück Wurzel. Das habe ich gestern ein für alle Mal rausgenommen. Das ging mir so auf die Nerven, das hat ständig aufgetrieben, obwohl das jetzt schon über ein Jahr drin ist, aber das hat sich einfach nicht mit Wasser vollgesaugt und naja, das hat mich genervt. Deswegen, ich habe es jetzt rausgenommen. Ich habe hier unten die Lagenandra, die habe ich in den Mittelgrund gesetzt. Hier dahinter befinden sich so Steine, Drachensteine, die kommen halt kaum zur Geltung. Da muss ich mal gucken, entweder lasse ich die da oder ja, mal schauen. Dann kriegt die Hammerschlag-Kryptokoryne, kriegt dann auch ein bisschen mehr Licht und auch der Kongo-Wasserfarn und die Lagenandra sowieso. Genau. Was mir aufgefallen ist, ups, und zwar, ihr seht die Rotala. Das ist ja die Rotala rotundifolia. Die hat im Gegensatz zu der hier, die hat ja etwas breitere Blätter. Genau. Und hat auch nur, wenn ihr den Hauptstamm habt von der Pflanze, gehen praktisch in jede Richtung. Moment. Moment. Gehen sozusagen, wenn ihr den Hauptstamm habt, gehen in jede Richtung jeweils ein Blatt. Genau. Und hier bei der sieht das eher mehr so ein bisschen sternförmig aus. Und die Blätter allgemein sind auch schmaler und länger. Obwohl das hier eigentlich auch, soweit ich weiß, eine Rotella rotundifolia ist. Aber die wächst hier auch kaum, weil das Licht hier drinne ja schwächer ist, ne? Also hier habt ihr weniger Licht und deswegen wächst die Rotala auch nicht so schnell, ne? Weil hier sind ja wirklich nur einfache Pflanzen drin. Hier sind ja nur Kryptokoryne und sowas. Und aber ihr seht schon, hier habe ich auch voll die Grünalgenpest. Also das ist schon echt heftig. Ich muss mal gucken, was ich mit dem Becken veranstalte. Auch hier oben. Also nicht nur Heavy Metal Fans haben lange Haare, sondern auch der Ausströmer von meinem Filter. Ja, naja. Muss mal gucken, was ich mit dem Becken mache. Das läuft halt so hin, vor sich hin. Den Fischen geht's ja gut da drinnen, ne? Also die sind gesund und alles. Da ist halt der Barschnachwuchs drinnen. Kann ich euch auch mal zeigen. Weil ihr seht, wie schön die sich schon entwickelt haben. Das müsste jetzt ein Weibchen gewesen sein. Denn hier sind nochmal. Der ist relativ blass, der in der Mitte. Also ein paar sind dabei, die sind eher blasser. Aber auch wunderschön, schöne Tiere, ne? Also die Gubbis haben hier für richtig Nachwuchs gesorgt, die hier drinnen sind, aber der Nachwuchs ist alles weg. Alles aufgefressen von den Barschen. Ja, normal, ne? Sind halt kleine Räuber. Also sind wir. Aber ihr seht es auch hier, ne? Was das für ein Riesenbusch da drin ist. Die ist eigentlich schon wieder viel zu groß für das Becken. Das ist echt heftig. Das ist eigentlich dieselbe Kryptokoryne wie die hier, ne? Also die Wendy Tropica ist das ja. Dann hier die Rotala Blood Red Singapore. Macht sich auch richtig gut. Ihr seht, was die für Luftwurzeln schiebt. Aber sie behält zumindest ihre rote Färbung.
Naja, mal gucken. Der wächst so, naja, ich kenne ihn anders, also der wächst nicht so dolle bei mir. Ich weiß nicht, was mit dieser Art brasilianischer Wassernabel los ist, warum die nicht so wirklich wächst. Also ich hatte da ja an Tom, hatte ich ja, Tom, Grüße gehen raus, hattest es ja auch in deinem letzten Video gesagt, dass der bei dir nicht wirklich wächst. Also ich weiß nicht, warum das bei dem so ist. Aber ich habe den brasilianischen Wassernabel ganz anders in Erinnerung. Also manchmal habe ich das Gefühl, die heutigen Pflanzen, was eigentlich, das ist eigentlich eine Oldschool-Pflanze, die hat man schon immer in der Aquaristik gehabt. Und ich habe so manchmal das Gefühl, dass die Pflanzen früher viel bessere Qualität waren, dass die viel besser dastanden als wie die Arten heute, obwohl es dieselbe Art ist, aber ich weiß nicht, warum das so ist, dass gewisse Arten heutzutage nicht so wirklich wachsen wollen, was eigentlich super einfache Pflanzen sind. Hier brasilianischer Wassernabel oder Limnophila sessiliflora, eine total einfache Pflanze. Da muss man wirklich Glück haben, heutzutage irgendwie eine gescheite Pflanze zu bekommen, die dann auch am Ende gut dasteht. So habe ich zumindest das Gefühl. Also, keine Ahnung. Denn die brauchen ja nun nicht wirklich viel. Also die haben keine besonderen Ansprüche oder sonst irgendwas. Naja, was soll's. Ja, das so als kleines Update von dem Aquarium. Ich führe euch nochmal so ein bisschen von links runter. Das Kirschblatt. Seht ihr, steht super da. Da habe ich diesmal Glück mit dem Kirschblatt. Das, was ich davor hatte, das wollte und wollte nicht wachsen. Aber das steht diesmal wirklich super. Also ihr seht es auch, schöne schmale Blätter hat das. Echt eine tolle Pflanze. Dann hier nochmal die Rotala rotundifolia. Sorry, dass es ein bisschen wackelt, aber ich filme gerade aus der Hand raus. Ja, genau. So, und die Totale. Gut, das soll es gewesen sein. Alles klar, ciao, ciao, habt noch einen schönen Tag.